Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie zu diesem Thema, zu diesem wichtigen Thema wirklich gekommen sind heute Abend, denn die Pandemie wird uns vielleicht irgendwann verlassen. Aber die Frage nach Klimaschutz und Umweltschutz, nach Artenschutz, die bleibt uns erhalten. Und ich habe gestern noch jemanden gehört, der gesagt hat, gegenüber dem, was die Zukunft uns bringen kann, wenn wir so weitermachen, mit der Klimaschädigung war die Pandemie nur ein enormes Lüftchen. Vor fast 40 Jahren schon hat der evangelische Theologe und Pfarrer vor einigen Jahren verstorben, dieses Buch rausgebracht, kostbare Ehe und Erde. Und damals erzählt er schon eine kleine Anekdote, die so lautet: ökologische Momentaufnahme. Zwei Fensterputzer stürzen aus dem 91. Stock eines Hochhauses ab. Der eine schreit und ruft nach Frau und Kindern und ist voller Angst. Und dann kommen sie schließlich am zweiten Stock an und da sagt der andere, der bisher ruhig geblieben ist, zu ihm: Was schreist du denn so? Bis jetzt ist doch noch gar nichts passiert. Ökologische Momentaufnahme. Bis jetzt ist doch noch gar nichts passiert. Haben wir hier noch nicht viel gelernt. Aber wenn ich nach Afrika komme oder ich denke, oder auch nach Mexiko komme, vielleicht sind da die Auswirkungen doch schon ganz andere. Klimaforscher allen voran, der Deutsche als Jochen Schellinger, sagen, dass die 20er Jahre für die Zukunft der Erde entscheidend sind, ob wir die Kurve kriegen oder nicht. Und diese Enzyklika, 2015 erschienen, von Papst Franziskus, ist derselben Meinung. Es wird höchste Zeit für ein Umdenken und für eine Veränderung unseres Lebensstils. Ich möchte anfangs eingehen auf die Bedeutung dieser Enzyklika und sie jetzt nicht einfach nur zu zitieren. Sie werde ich einigermaßen verstanden. Geht das? Okay, danke. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das alles lesen können von da hinten, aber es geht in dieser Enzyklika meines Erachtens um einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, um eine Veränderung auch christlich-katholischer Haltung. Er nennt es die Sorge um das gemeinsame Haus. Und zwar bedeutet es, dass hier nicht gegangen wird von der Anthropozentrik des Christentums. Es ist auch ein Erbe des Christentums, und das müssen wir zugeben, dass wir diese Probleme mit der Schöpfung und der Umwelt heute haben. Weil das Christentum immer und immer wieder den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Alles dient dem Menschen. Das kommt sehr stark aus der griechisch-lateinischen Tradition. Der Mensch ist Ziel der Philosophie und in Beziehung zu Gott der Theologie. Und er ist Herrscher der Natur, er ist Herrscher der Schöpfung, er kann sich alles erlauben. Die Natur ist ein Vorrat, aus dem er sich bedienen kann. Cicero, der Lateiner, hat damals schon gesagt: Tiere sind nicht mehr als Fleisch und Blut für den Menschen.
Wenn Sie heute mich mal einfahren in der Wienbrück, in die Fleischfabrik Tönnies kommen, dann sehen Sie das. Fleischkonserven für den Menschen. Der Mensch ist allein durch Christus erlöst. Dabei steht er schon bei Paulus, die ganze Schöpfung seufzt und liegt im Wehen bis auf den heutigen Tag. Und dieser Papst geht jetzt getreu seinem Namensgeber, den heiligen Franziskus, den Weg in die Geschwisterlichkeit. Geschwisterlichkeit ist das große Stichwort dieses Papstes, das große Thema dieses Papstes. Aber es hören für ihn Umwelt- und Sozialethik, da geht dann nächste Woche die Sozialethik zusammen, weil er in dieser Enzyklika eben auch sehr stark betont, dass eben für die Menschen in der dritten und vierten Welt schon was passiert ist. Die Dürreperioden, die Überschwemmungen. Es waren im Moment die Ärmsten der Armen aus, 20% die Luxus, 80%, die für diesen Luxus bezahlen müssen. Es geht immer wieder um das Leben der Ärmsten. Aber eben Geschwisterlichkeit auch mit allen Elementen der Schöpfung. Sie kennen den Sonnengesang, der spielt hier eine zentrale Bedeutung in dieser Enzyklika. Und der Papst sagt, dass das die Anregung ist, dann diese Enzyklika eben auch zu schreiben. Der Sonnengesang, Bruder, Mond, Schwester, Sonne. Die Blumen, die Tiere, alles wird plötzlich in die Egalität gehoben, in die Geschwisterlichkeit. Leben inmitten von Leben, das ist Franziskus. Und würde man glauben, dass die abendländisch-christliche ganze Tradition in den letzten 800 Jahren diesen Weg des Franziskus gefolgt wäre, hätten wir wahrscheinlich viele dieser Probleme heute nicht. Sonnengesang als Basis, als Ausgangspunkt, auf Augenhöhe mit allem Leben, in Laudato Si, Artikel 47. Damit ist implizit, denke ich, auch die Evolution anerkannt. Die Kirche hat sich ja schwer getan mit der Anerkennung der modernen Wissenschaft. Noch im 19. Jahrhundert hat Pius der Neunte den Syllabus geschrieben, wo die modernen Irrtümer alle verurteilt werden. Und Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, ich glaube 1996, Galilei rehabilitiert worden ist und damit anerkannt ist, dieses kopernikanische Weltbild. Und schwer getan haben wir uns eben auch mit der Evolutionstheorie. Ich habe noch in der Schule gelernt, dass es eine Irrlehre ist, als Kind zu sagen, der Mensch stammt vom Affen ab. Aber wenn man das anerkennt, dass die Tiere, die Pflanzen unsere Vorfahren in der Entwicklung sind und für immer unsere Geschwisterlichkeit ausmachen, dann gibt das eine ganz andere Einstellung und Haltung, wie der Papst sie fordert, zu unserem Planeten Erde. Es heißt in Laudato Si, Artikel 69, die anderen Lebewesen haben vor Gott einen Eigenwert. Schon allein durch ihr Dasein preisen sie und verherrlichen sie Gott ganz im Sinne des Sonnengesangs von Franz von Assisi. Eine ganz wichtige Frage in diesem Paradigmenwechsel ist im Schöpfungsbericht der Punkt: Machet euch die Erde untertan und erwerft euch die Erde. Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, dass das Ausgangspunkt
dessen diese Haltung gewesen ist, sich tatsächlich die Erde zu eigen zu machen, so als Besitzer dieser Erde, als Selbstbedienungswahn. Moderne, alttestamentliche Exegeten sagen uns, dass das ein Missverständnis ist. Eine nicht deutliche Übersetzung. Im Hebräischen haben die Worte eine viel größere Wortbedeutung als zum Beispiel in unserer Sprache. Ein einziger Begriff kann viele andere Bedeutungen haben. Der Begriff Nefesh zum Beispiel ist gleichzeitig Blut, Person, Charakter und wie auch immer. Und so ist es auch mit dem Wort Kabasch, was im Hebräischen an der Stelle steht, die wir im Schöpfungsbericht übersetzt untertragen. Kabasch haben die Exegeten herausgefunden, im Wortsinn dieser Stelle bedeutet eigentlich eher nicht untertan machen, nicht auf die Erde treten, sondern sie vorsichtig wie einen Garten zu betreten. Ist eine ganz andere Richtung. Sie also zu hüten und zu pflegen. Und diesen Paradigmenwechsel, den muss man, denke ich, nachvollziehen, wenn man diese Enzyklika in Laudato Si und Franz von Assisi verstehen will. Der Papst sagt es so, im Artikel 66 von Laudato Si: Die Harmonie der Zerstörung zwischen Schöpfer und Mensch verfälscht auch den Auftrag, die Erde zu bewahren und zu hüten. Da geht er natürlich sehr stark von der Ursache aus. Diese Geschichte von Adam und Eva ist ja die Geschichte der Abkehr des Menschen von Gott. Er macht sich selbst zum Herrn, zum Gott Prophet, zum Gott Gier, wie auch immer. Es geht ja nicht um einen Apfelliebschlag, sondern es geht da um die Tatsache, dass der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Und das sieht Franziskus in Laudato Si als Ursprung dieser ganzen Geschichte. Die Folgen, sagt Franziskus, die Erde, unser gemeinsames Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln. Dies ist eine Aufnahme von einer Mülldeponie, die ich selbst gesehen habe. Wir haben von Riederwindbrück, wo ich 11 Jahre gefahren war, Partnerschaft in Ghana. Und das ist die Mülldeponie von Accra und der Hauptstadt Ghanas. Und wir wissen, dass unser Müll, vor allen Dingen auch der elektronische Müll, dahin verkauft wird, regelrecht, dahin abgesetzt wird, dass die reichen Länder dann auch noch den armen Ländern zumüllen. Und Franziskus meint, das ist ein Bild für unsere Lebenshaltung. Wer die Erde zumüllt, müllt sich irgendwann selber zu. Und ja, verliert seine Würde. Wenn wir nicht mehr uns als Geschöpfe verstehen, sondern selber als Schöpfer, nicht mehr als Konkreter, nicht mehr als Mitschöpfer, sondern als Werbeschöpfer, dann mögen wir uns irgendwann selber zu. Laudato Si, 21. Dann nennt Franziskus in dieser Enzyklika, können Sie es eben auch lesen? Erstaunlich. Ich lese es trotzdem vor. In Laudato Si, Artikel 33, schreibt er, was wir wissen, also an dieser Enzyklika, haben hochkarätige Wissenschaftler mitgearbeitet, wie zum Beispiel, den ich eben schon benannt habe, Hans-Joachim Schellenhuber. Hans-Joachim Schellenhuber ist eigentlich das für die Klimaforschung, was Christian Rosner für die Virologie ist, könnte man so sagen. Das ist der Pfund der Klimaforschung überhaupt. Die haben daran mitgewirkt und deswegen finden sich deren Erkenntnisse auch in dieser Enzyklika ganz stark wieder. Jedes Jahr verschwinden tausende Pflanzen.
Pflanzen und Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, die unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für immer, die weitaus größte Mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit irgendeinem Menschlichen zu tun zusammenhängen. Also hier sagt der Papst auch deutlich, dass hier so viel Zerstörung am Werk ist, hat mit dem Wirken und Tun des Menschen zu tun. Und darum ist Umkehr angesagt. Ich habe mich gestern erschrocken, als ich gelesen habe, dass von 1970 bis 2020 in Deutschland 2/3 der wilden Tiere ausgestorben sind. Es gibt also jetzt 2/3 weniger wilde Tiere in unseren Ländern, wie es auch Wälder. Und da habe ich gedacht, das ist alles während meiner Lebenszeit passiert. In dieser Lebenszeit ist etwas passiert, was in Jahrtausenden vorher nicht passiert ist. Das ist der Anruf dieser Wissenschaftler und der Enzykliker Laudato Si. So sind zum Beispiel viele Vögel und Insekten, die aufgrund der von der Technologie geschaffenen und der Landwirtschaft verwendeten Agrargifte ausgestorben. Für ähnliche Landwirtschaft nützlich. Und ihr Verschwinden muss durch ein weiteres technologisches Eingreifen ersetzt werden, das möglicherweise neue schädliche Auswirkungen hat. Ich lese es, das geht jetzt immer so weiter. Er listet das alles auf. Zum Beispiel Schnellstraßen, Neukultivierungen, Drahtzäune, Talsperren und andere Konstruktionen ergreifen Besitz von den Lebensräumen. Und manchmal zersplittern sie wie diese derart, dass die Tierpopulationen nicht mehr wandern können. Die Umsicht und Vorsorge, zum Beispiel biologische Korridore zu schaffen, ist nur in wenigen Ländern zu bemerken. Bitte die Rechtschreibfehler zu entschuldigen, das habe ich noch ziemlich schnell hingekriegt. Das ist der Grund. Aber das ist ja bekannt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Unterbrechung an der Stelle, weil es gleich auch darum geht, was wir stärker in unser Handeln einbauen können. Ja, auf die weiteren Beobachtungen, die er hier nennt, will ich nicht weiter eingehen, die sind auch sehr bekannt. Wir haben im Moment wieder ganz stark das Thema der Antarktis, der Abschmelzung der Pole und des Regenwaldes. Wenn das beides geschieht, dann kommt ganz viel, dann kommt der ganze Planet aus dem Gleichgewicht. Anstieg der Meeresspiegel, Luftverschmutzung, Privatisierung von Wasser und anderen Ressourcen, Auftauen der Permafrostböden, all das sind ja Gefahren, überall lauern und die in dieser Enzyklika auch sehr stark benannt werden, mit dem Mahnruf, sie zu verhindern. Jetzt kommt das, was ich eben schon gesagt habe. Was ist die ethische und die spirituelle Konsequenz aus dem, was wir in diesen Zeiten an Zerstörung von Welt und Umwelt beobachten? Und da sagt der Papst ganz stark, die Menschheit muss beginnen, ihr Leben wieder auf diese drei Säulen stark zu begründen. Gott, Mensch und Erde. Und das ist wieder der Gedanke der Geschwisterlichkeit, deswegen habe ich dieses Bild da gewählt. Dass alles drei gleichwertig Recht auf Leben hat. Die Beziehung zu Gott, zum Wesen und zur Erde, schreibt er, der Bibel zufolge sind diese drei lebenswichtigen Beziehungen zerbrochen, nicht nur äußerlich, sondern auch in unserem Inneren. Dieser Bruch ist Sünde. Sünde heißt ja in der wörtlichen Übersetzung Abspaltung. Es gibt einen Spalt zwischen Mensch, Erde und Gott. Und diesen Spalt können wir überwinden,
nach Franziskus und die Ehrfurcht neu lernen. Und zwar nicht nur die Ehrfurcht vor einem Gott, der irgendwo vielleicht im Jenseits entfernt und kosmischen Weiten wandelt, sondern der ganz konkrete, jeder Pflanze lebt hier, jeden Menschen unter uns unterwegs ist. Er schreibt, für mich, er schreibt, dem Herrn gehört die Erde, ihm gehört letztlich die Erde und alles, was auf ihr lebt. Wer so ein bisschen vielleicht aus der christlichen Jugendbewegung vor 30 Jahren kommt, der wird ganz stark auf diese Rede des Ludwigs Viertel aus dem Jahr 1858 im Gedächtnis haben, die dieser Häuptling der Sioux in Jahr dem Häuptling der Weißen in Washington geschickt hat und gehalten hat, wo er dann so Sätze schreibt wie: Wenn der letzte Wald vernichtet ist und die letzten Flüsse verpestet sind und keine Fische mehr drin leben können, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Und da ist schon dieser Punkt, der jetzt im Grunde in anderer Weise vom Papst aufgenommen wird, die Erkenntnis, die Erde gehört nicht den Menschen, auch wenn die christliche Anthropologie das vielleicht lange Jahre behauptet hat, sondern der Mensch gehört zur Erde. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, haben wir damals mit Begeisterung gesungen. Und singen wir eigentlich heute noch. Dann schreibt er, die Zukunft unserer Nachkommen ist unsere eigene Würde. Ich meine, in meinem Beruf darf man keine Enkelkinder haben, aber ich habe jede Menge Großnichten und Großneffen. Und dann kommt mir immer in den Sinn, was im November, ich glaube am 15. November 2018, der Astronaut Alexander Gerst aus mir im Weltall gepostet hat. Er hat den Blick auf diesen blauen Planeten Erde und schreibt dann einen Brief an seine noch nicht geborenen Enkelkinder, weil er aus dem Weltall beobachtet hat, dass ganze Regionen dieser Erde schon verwüstet sind. Und er schreibt meine noch nicht geborenen Enkelkinder, ich muss mich bei euch entschuldigen, wir hinterlassen euch den Planeten nicht im allerbesten Zustand. Und hier sagt der Papst, es geht nicht nur um die Nachbarn, es geht auch darum, dass wir unsere eigene Würde nicht verletzen. Und da sagen ja manche auch, was können wir denn tun, was können wir denn machen? Wir als Bundesrepublik Deutschland, wir sind doch nur für 2% der CO2-Emissionen zuständig. Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Als Einzelner kann ich schon gar nichts machen. Das sagt der Schelling immer, und das klingt eben auch in dieser Enzyklika durch. Vielleicht sind die 2% gerade die entscheidenden Prozent. Und dazu lese ich mal eine kleine Geschichte vor, die Schelling immer dazu anführt. Sag mir, was will eine Schneeflocke? Fragte die Tannenmeise die Wildtaube an einem schönen Wintertag. Nicht mehr als nichts, gab die Taube zur Antwort. Dann muss ich dir eine Geschichte erzählen, sagte die Meise. Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es anfing zu schneien. Nicht etwa heftig im Sturmgebraus, nein, lautlos und ohne Schwere wie im Traum. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und die Nadeln meines Astes fielen und die darauf hängen blieben. Es waren genau 3.741.952. Als die 3.741.953. Flocke niederfiel, nicht mehr als ein Nichts dazu, da brach der Ast. Dann flog sie davon. Die Taube, sei nur als zweite Spezialistin in dieser Frage, sagte sich nach kurzem Nachdenken,
Vielleicht reicht ja nur eines Menschenleben, um diese Erde zum Frieden zu bringen. Jeder ist wichtig. Und Franziskus sagt, nicht nur diese Erde zu retten, sondern die eigene Würde zu retten. Es reicht nicht mehr zu sagen, dass wir uns um die zukünftige Generation sorgen müssen. Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere eigene Würde auf dem Spiel steht, so heißt das in Artikel 160 von Laudato Si. Eine radikale Änderung des Lebensstils ist notwendig. Weg, das sagt er immer wieder, vom zwanghaften Konsumismus. Vermeidung des Gebrauchs, da haben wir eine ganz konkrete Anweisung in diesem Enzyklika, von Plastik und Papier, die Einschränkung des Wasserverbrauchs, die Trennung der Abfälle, nur so viel zu kochen, wie man vernünftigerweise essen kann, die anderen Lebewesen sorgsam zu behandeln, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder ein Fahrzeug mit mehreren Personen zu teilen, Bäume zu pflanzen, unnötige Menschen auszuschalten, so konkret wie der Papst im Artikel 211. Die Grundlage dafür, da ist er sich mit einem ganz großen anderen Friedensnobelpreisträger einig, nämlich der das als erster ganz stark vor über 100 Jahren in die Welt reingebracht hat, dieses Wort ehrfurchtvolle Leben, mit Albert Schweitzer. Für Albert Schweitzer ging es nicht nur um die ärmsten Armen in der Marine, in der Bude in Afrika. Es ging ihm auch, wie Franziskus, jede Pflanze und die Erhaltung des gesamten ökologischen Betriebs, denn wir wissen doch spätestens seit 250 Jahren, seit Alexander von Humboldt, dass alles miteinander zusammenhängt. Und wenn er in Australien die Buschmeister aufnimmt, dann hat das Auswirkungen auf die Hitzeperiode in Europa. Und so weiter und so weiter. Das hat Alexander von Humboldt wissenschaftlich und Albert Schweitzer spirituell erkannt. Und darum ist das mein Lieblingssatz von Albert Schweitzer, der Erfurt von dem Leben heißt für ihn, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben das Leben will. Das bedeutet Änderung des Lebensstils in dieser komplexen Weise. Für mich, wenn ich etwas als Einzelner was anders machen soll, ist das eine Überforderung. Und darum brauchen wir Solidarität. Wir haben eben in der Sakristei gesprochen, hier gibt es Pfadfinder auch. Und ich habe vor über 40 Jahren meine Pfadfinder schon diese Lebensweise genannt. Das Leben bedeutet Leben in tätiger Solidarität und Leben in Abenteuer. In Abenteuer mit Natur. Wir wollen Kinder und Jugendliche mit der Natur vertraut machen. Darum haben wir den Jugendbauernhof nach Hause gegründet. Und wir wollen ihn mit Menschen vertraut machen. Das ist das Thema von heute und von nächster Woche. Wo diese Geschwisterlichkeit einfach zum Zuge kommt. Und es ist schon wirklich großartig, dass dieser Papst diesen Paradigmenwechsel vollzieht und uns in zweifacher Hinsicht auf diese Geschwisterlichkeit hinweist. Deswegen denke ich, sollten christliche Gemeinden Verbündete suchen. Zum Beispiel Fridays for Future. Ich habe kürzlich gelesen, dass die Luisa Neubauer, die führende Frau hier, Fridays for Future in Deutschland, dass die eben auch aus der christlichen Jugendarbeit hervorgegangen ist. Und dass die sagen, aus christlichen Motiven müssen wir kämpfen. Zum Beispiel stand von ihr der Satz, der letzten Ausgabe von Christen der Gegenwart zu lesen, das Potenzial, den gelebten christlichen Glauben als Gegenentwurf zu all den angewöhnten imaginativen Grenzen zu verstehen, ist gigantisch. Der sagt uns, diese Frau, was ihr in eurem Christentum für eine explosive Kraft habt zur Verbesserung dieser Welt, ist gigantisch. Und wir als Kirchen ziehen uns ständig zurück und klagen über weniger Kirchenbesucher, schämen uns wegen Reichtum und Missbrauch oder wie auch immer, statt nach vorne zu pushen und zu sagen, ja, wir haben zwar 2000 Jahre und seit 1200 Jahren seit Franziskus den Auftrag, diese Welt zu gestalten und zu verändern. Pfingsten, das Angesicht der Erde verändern, ist Aufgabe des Christentums.
Ja, in Taiwan, der GCMET, die führende Frau von Fridays for Future Land, kommt auch aus christlichem Horizont, kommt auch aus ursprünglichen christlichen Gemeinden. Und sie sagte bei uns, als wir Pastoralverbund Bündig waren, bei Gottesdienst meine Predigt engagiert haben, wir würden so gerne, gerade in Taiwan, mit christlichen Theologen zusammenarbeiten. Konkrete Wege für die Güte suchen. Ein anderer ganz wichtiger Weg ist Erdkarte, die auch ziemlich großen Raum gewinnt. Erdkarte, ich muss das auf die Zeit machen, ich muss es kurz als Information geben. Erdkarte ist neben der Deklaration der Menschenrechte und der UNO die dritte große Deklaration der UNO zur Erhaltung dieser Erde, wo man im Auslauf des 20. Jahrhunderts Tausende von Wissenschaftlern beauftragt hat, wie wir in dieser Welt regieren und Politik machen müssen, damit diese Erde erhalten bleibt. Und an dieser Erdkarte haben viel mehr Wissenschaftler mitgearbeitet als zum Beispiel an den Menschenrechten. Und es gibt inzwischen Städte, Kommunen, Einrichtungen, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge, die Erdkarte-Gemeinden geworden sind. Da muss man bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel immer in eine Stadt, die höchste ist zum Beispiel Erdkarte-Stadt oder Warburg ist Erdkarte-Stadt, die müssen im Stadtrat immer sich fragen, den Bebauungsplan, den wir jetzt verabschiedet, ist der umweltverträglich? Nutzt es die Erde oder schadet es der Erde? Und diese Kriterien, da gibt es eine ganze Reihe, die ich dann aufzähle, die sind dann zu beachten, wenn man Erdkarte-Gemeinde, Erdkarte-Stadt sein will. Der Papst würdigt die Erdkarte, er schreibt, die Erdkarte lud uns alle ein, eine Zeit der Selbstzerstörung hinter uns zu lassen und neu anzufangen, doch wir haben noch kein universales Bewusstsein entwickelt, dass wir dies möglich machen. Deshalb sage ich jenen, Herausforderung erneut vorzubringen. Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser gemeinsames Schicksal dazu auf, einen neuen Anfang zu wagen. Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird, als eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens. Also eine unglaubliche Impulsgeschichte für die Erdkarte. Da steht es nochmal noch, Kommunen, Konzerne, Parlamente, Schulen, Gemeinden, die der Erdkarte beitreten, fragen sich zum Beispiel über Entscheidungen, liegt es der Umwelt oder nicht, liegt es der Erde oder nicht. Schulen zum Beispiel, sie verpflichten sich in ihren Klassen einmal im Jahr eine Naturwoche oder was auch immer zu machen. Und da diesbezüglich gibt es viele Initiativen. Ich habe von eben vorher mal erfahren, dass in BDG eine faire Gemeinde ist und habe das dann auch im Internet gefunden. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger aktueller Schritt. Faire Gemeinde im Erzbistum Paderborn. Also, wenn es hier schon seit Jahren um eine Welt geht, dann kann ich nur sagen, Respekt. Weil ich ja auch noch die Zeit kenne, wo man das immer und immer wieder rechtfertigen musste und der Kaffee aus Nicaragua schmeckte nicht und weiß der Teufel, was da alles. Und jetzt inzwischen, ich gehe bei dem Einkauf mal in meine Welt an den Salz kommen, der ist auch ganz toll aufgestellt. Da kann man schon das viel kaufen von dem, was man so täglich verzehrt. Und auch in den Supermärkten gibt es inzwischen diese Ideen. Langsam setzen die sich durch und ja, mehr in die Köpfe der Menschen auch gelangen. Und wenn es das hier so gibt, dann ist das eine schöne Sache. Und ich finde, dass man es einfach verbreiten muss, dass man das unterstützt und eben diese Kriterien einer fairen Gemeinde ja, erfüllt auch. Und ich finde es einfach vom Erzbistum Paderborn, diese Geschichte, nur die Geschichte, dass man so in diesen verschiedenen
mit Senatkomitee, Medikament und so weiter, sich zusammengetan hat und gesagt hat, wir wollen gemeinsam unseren Beitrag leisten für die Haltung der Erde und bringen das konkret vor Ort in unsere Gemeinde Markoben hinein. Dann sagt der Papst zum Schluss dieser Enzyklika, die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts wird wieder eine sehr religiöse Zeit werden. Denn die Menschen werden merken, wir haben die eigene Zukunft nicht mehr erkannt. Es ist höchste Zeit, die Götter von Propheten, Weltkirche und Börse zu entmachen und der Ehrfurcht vor dem Leben und seinem Schöpfer wieder die erste Lebensmaxime einzuhalten. Er, also der Herr, verlässt uns nicht, weil er sich endgültig an seine Erde gebunden hat. Deshalb bedanke auch dieser Erzählung nochmal. Gott ist nicht wie die ägyptischen Götter im fernen universalen Weiten geblieben, sondern hat sich an diesen kleinen Staubkorn Planeten Erde gebunden und ist selbst ein Erdkind geworden. Und darum geht es um die Ehrfurcht vor der ganzen Erde und nicht nur vor den Menschen. Zum Schluss möchte ich noch mal so ein kleines Gedicht hier nennen. Dieses Gedicht ist mir sehr wichtig geworden. Steht nicht mehr in der Enzyklika, könnte man darin stehen. Es heißt, kein Mensch auf der Welt, für mich ein Anblick. Sie träumen, glauben und denken, das Geld hat alles wert. Sie würden uns gerne den Himmel schenken und haben ihn selbst nicht mehr. Sie meinen, sie hätten schon alles, weil jeder so leicht vergisst. Da ist manches Wunderbare auf der Erde, das als Ware leider unerschwinglich ist. Kauf dir das Lied, das die Nacht immer singt. Kauf dir, dass einer dich mag. Kauf dir, dass am Straßenrand ein Vagabund dir winkt. Kauf dir das Lächeln vom vergangenen Tag. Kauf dir das Raunen des Grases im Wind. Kauf dir ein zärtliches Blumen. Kauf dir, wenn einmal das Leben verhält, auch nur eine Sekunde hinzu. Kauf dir das Lied, das die Nachtigall singt. Liebe, die Träume zuhält. Kauf dir das Glück, das nur Zweisamkeit bringt. Kein Mensch auf der Welt hat so viel Geld. Ich denke, ein moderner Sonnengesang im Geiste des Mannes. Und das ist schön, Dank fürs Zuhören.